jetzt hier zu sein bei euch. Klaus, für uns eine große Ehre, da zu sein. Weltstars aus Hannover, die immer auch verbunden geblieben sind mit ihrer Heimat. Klaus, sag uns noch zwei Sätze zu Wind of Change, weil du gesagt hast, es wird eine spezielle Version geben heute Abend. Es ist die große Hymne, die schon so viel möglich gemacht hat, die so viel in unseren Herzen bewegt hat und die heute Abend auch noch mal für ein bisschen bessere Gedanken sorgen soll. Ja, wir alle wollen ins neue Jahr gehen mit der Hoffnung, dass es endlich Frieden gibt. Und wir haben diesen Song in den letzten 30 Jahren so oft gespielt, in allen Teilen der Welt, aber natürlich besonders berührend die Konzerte in der Ukraine, in Russland, in Belarus. Überall haben wir viele, viele Fans. Und deshalb dieser Text, der an die Ukraine gerichtet ist und der einfach unsere Unterstützung ausdrücken soll, der Song, der Text ist im März in Las Vegas entstanden, wo wir unsere Tour begonnen haben. Okay. Und deswegen ist das für uns heute Abend auch ein ganz besonderer Moment, den in der Version, in dieser Version zum ersten Mal hier in Deutschland zu spielen. Klaus, vielen herzlichen Dank, dass du uns das erläutert hast. Wir wissen, jetzt kommt auch für euch eben ein ganz besonderer Moment. Es ist nicht einfach nur ein Lied, es ist eure Hymne. Schön, euch hier zu haben. Danke. Und dann bereiten wir uns vor auf einen ganz besonderen Moment. Wir haben es ja, Kiwi, den Abend über schon gesagt. Die Scorpions live am Brandenburger Tor mit dem Lied. Mit dem Lied, das so viel möglich gemacht hat und das heute Abend vielleicht auch noch mal stehen soll für eine positive Veränderung im neuen Jahr. Wir sagen mit diesem Lied auch ein bisschen Tschüss 2022 und Willkommen 2023. Hier sind die Scorpions, Wind of Change!
Scorpions, live vom Brandenburger Tor.